Hey, ich bin Joey. Willkommen zurück zu Kryostasis. In der letzten Folge haben wir uns weiter hier durchgearbeitet und haben eine neue Waffe, das Gewehr. Glaube ich zumindest, haben wir in der letzten Folge gekriegt. Allerdings haben die Feinde mittlerweile auch ein Gewehr. Das ist also für uns schwieriger. Okay, da können wir lang. Oder da können wir lang. Wir nehmen einfach mal diesen. Ah ja. Oh. Okay. Hallo. Da ist eine neue Waffe, wie es scheint. Wie kommen wir denn da rein? Ich traue mich nicht. Können wir hier nicht einfach jumpen? Verstehe. Wir kommen da rein. Wir müssen wieder in seinen Kopf fliegen. Das ist explodiert. Wir müssen also rechtzeitig abhauen, schätze ich mal. Einfach abhauen. Wollen wir uns einfach ducken? Ah. Okay. Okay, wir mussten uns einfach nur verstecken. Ah, verstehe. Wasserwerfer und 21 Ladung aufgenommen. Okay. Dann scheint ja jetzt irgendwas Großes zu kommen. Keine Ahnung, was wir mit dem Wasserwerfer machen können. Daher. Oh, noch einer. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche... Aha. Oh, der hängt da ja wirklich noch. Und hier ist genau... Ja, okay. Wir wärmen uns erstmal auf. Also, war vielleicht so eine Art Meuterei auf der, auf dem Schiff? Möglicherweise? Mal gucken, ob wir das verhindern können und in Deckung nehmen können. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Ich verspreche nichts! Ah, müssen wir vielleicht vermeiden, dass beide sterben? Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen! Ich warne Sie! Ah. Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Müssen wir vielleicht direkt werfen? Oh nein! Das ist die verwirrendste Folge heute. Vor allem bin ich verwirrt. Denken Sie nicht an... Wir müssen das Ding nehmen. Ich warne Sie! Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Weiß. Okay, wir müssen mit dem Schraubenzieher irgendwie
das Ding da zu drehen. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Scheint aber die Möglichkeit zu sein. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen? Ich warne Sie. Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Ach, weil das Ding da nicht explodiert. Was soll nehmen? Nach unten! Keine Bewegung! Ich sagte, nach unten! Ah, und dann dürfen wir uns nicht erschießen lassen. Ah, ist das kompliziert, ey. Versuch 9524. Es tut mir leid, dass es heute so lange dauert. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Stopp! Kommen Sie herunter. Ich bitte Sie. Ich verspreche nichts. Ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung. Da müssen wir vielleicht da hoch. Nach unten! Ich sagte, nach unten! Ah, der muss die Leiter öffnen. So ist es gut. Die Stufen herunter. Ganz ruhig. Ah. Es ging darum, dass wir die Leiter öffnen. Alright. Und jetzt hängt auch das Ding hier. Interessant. Einfach nur interessant. So, gut. Dann können wir hier hoch. Und? Nur nicht durchfallen. Nach rechts, nach links? Achso, wir müssen nach links. Und hier können wir wieder Wärme machen. Okay. Hier auch? Nein? Irgendwas? Was konnten wir hier machen? Dann halt nicht! Ich frage mich, was dieser Wasserwerfer kann. Da können wir auf jeden Fall runter. Da geht's nicht weiter. Wir müssen da runter. Oh, wieder ein Körper. Oh. Hier ist, glaube ich, Stroh. Die dürfen wir nicht berühren. Was tun Sie? Wir werden hier alle sterben. Wir führen uns zu Tode. Und Sie sorgen sich nur um die eigene Haut. Lassen Sie die Leute erleiden, das Hotel da. Meine Leute, das ist ein Schuldigung. Ja. Hören Sie. Das ist ein Schuldigung. Also er ist gestorben, weil er... Das ist klar, da ist Stroh drauf. Wir müssen irgendwie den Strom ausstellen. Nicht hier vorne. Seinen anderen Weg. Ach, hier rein. Das war gerade verschlossen. Jetzt haben wir auch wieder eine Hand hier. Die Matratze, wie sie hängt. Aha. Reicht die Matratze? Ich weiß nicht. Ja, reicht. Okay. Nice. Nette Rätsel. Okay. Ich schätze aber, wir müssen jetzt den Strom wieder anmachen, wenn wir auf der Seite sind. Und dann kommen wir da oben durch oder da zurück. Ach, die Tür geht dann auf. Der Fahrstuhl da, was das ist. Glaube ich, so eine Art Fahrstuhl. Fahrstuhl, ja. Ich frage mich echt, wie dieser Wasserwerfer funktioniert. Ich will ihn gerne ausprobieren, aber
Ich habe natürlich Angst, dass wir Munition vergeuden dadurch. Deswegen nehmen wir mal schön die Axt. Hier ist wieder der Fuß. Das ist ein Stiefel. Das sieht mal aus wie ein abgehackter Fuß. So. Das kommt mir da irgendwie bekannt vor, war ich hier schon. Ach, das kann ich auch einfach wegmachen. Das muss ich nicht wegkloppen. Das kann ich auch einfach mit dem Rechtsklick wegmachen. Schleifspuren. Ach, hier ist die Tür. Au. Oh. Und die Bäume, erhellt durch das kalte Feuer der Blitze, schienen lebendig zu sein, streckten ihre langen, verknorpelten Hände nach den Menschen aus, die aus der Gefangenschaft der Dunkelheit zu fliehen versuchten. Und etwas Kaltes und Finsteres starrte sie durch das dichte Blattwerk an. Es war ein beschwerlicher Weg. Und die Menschen verloren ihren Mut. Doch sie schämten sich ihrer Schwäche und vor lauter Zorn und Verzweiflung stürzten sie sich auf Danko, den Mann, der sie anführte. Und sie begannen, ihm seine Unfähigkeit als Führer vorzuwerfen. Der arme Danko. Oh. Oh. Der hängt ja nicht so gut. Eieieiei. Okay, müssen wir das irgendwie durchhauen? Ja. Muss der da runterfallen? Jetzt? Ah, ich glaube, dann können wir da reinspringen. Müssen wir da reinspringen? In das Loch? Kann das sein? Kann das sein? Versuchen wir es. Nein, das war nicht das Rätsels Lösung. Vielleicht müssen wir auch nicht alle durchtrennen. Vielleicht, wir müssen wahrscheinlich in seinen Körper. Das ist das Rätsels Lösung. Oh, jetzt müssen wir nochmal mit dem Fahrstuhl fahren. Ist ja blöd, dass man vor so einem Rätsel kein Safe Game hat. Kein passendes. Okay. Ich hoffe, ich verkacke es nicht wieder. Das wäre peinlich. Wenn wir jetzt diesen Party tausendmal... Es ist schon gut angefangen, diese Folge. Alles tausendmal gemacht. Ich weiß, ihr liebt es. Ich liebe es auch. Ich liebe es, wenn es nicht vorwandelt. So. Okay, langsam nicht zu sehr rennen, sonst haben wir wieder keine Munition. Ist echt bescheuert, dass man hier keinen Safe Point hat. Oh. Ah, 7 Ladungen für Wasserwerfer. Ah. Wir können das als Ladung benutzen. Oh. Die Bäume erhellt durch das kalte. So, ich vermute mal. Streckten ihre langen, verknorpelten Hände nach den Menschen aus, die aus der Gefangenschaft der Dunkelheit zu fliehen versuchten. Was müssen wir tun? Müssen wir vielleicht was mit dem Wasserwerfer machen? Kann der Wasserwerfer irgendwie Brücken bauen oder so?
Der macht irgendwie überhaupt nichts. Okay. Ja, Wasserwerfer ist fast alle. Ich habe keine Ahnung, wofür der gut ist. Scheinbar kommen wir nur weiter, wenn wir das Ding durchtrennen. Kommen wir denn... auf diesem Ding irgendwie dahin? Oder können wir das durchschießen? I don't get it. Der leuchtet ja auch nicht, ne? Was bleibt uns denn dann anderes über? Was bleibt uns anderes über? Da oben. Ich verstehe es irgendwie nicht. Müssen wir mit dem Wasserwerfer was machen? Sie haben keine Ahnung. Ich habe jetzt Angst, das wieder durchzumachen, weil dann können wir wahrscheinlich nicht weiter. Aber es muss ja eigentlich richtig sein. Wir können ja nicht hängen bleiben, oder? So, dann ist der da weg. Müssen wir vielleicht da hinspringen? Irgendwie? Oder können wir jetzt von der anderen Seite nochmal gucken, ob wir da was sehen? Mal, hier ist so eine Art Kante. Kommt da vielleicht drauf? Oh, nee. Okay, ich verstehe das Rätsel nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, Blindy Showy war wieder blind. Jetzt mal schon durch hier das Ding. Denn es ist ganz einfach, wir müssen hier auch kein Rätsel lösen, gar nichts. Denn hier ist die Tür. Ich muss das einfach nur durchmachen, damit wir aus der Tür rauskommen. Ich habe die Tür nicht gesehen. Wir sollten einfach, oder ich sollte einfach mal lernen, besser zu sehen. So, Spiel gespeichert. Die Rätsel sind also nicht so kompliziert, wie man denkt. Und das Eis können wir tatsächlich mitnehmen. Und es ist Munition. So. Ladung für Wasserwerfer. So, mehr können wir aber nicht mitnehmen. Können wir noch nachladen? Ne, können wir nicht. Hier sieht es schon wieder verdächtig aus. Oh. Kapitän, ich fertige einen genauen Reparaturbericht an. Sie erwähnten eine Reparaturzeit von einer Woche. Gehen Sie auf die unteren Decks und sehen Sie es sich selbst an. Man wird Ihnen erklären, dass die Reparaturzeit direkt von den Fähigkeiten der Mannschaft abhängt. Und auch von den Fähigkeiten des Kapitäns. Er muss seine Pflichten erfüllen. Wie etwa das Schiff mit Fracht und Mannschaft sicher ans Ziel zu bringen. Warum sprechen Sie es nicht aus? Denn die jüngsten Ereignisse haben bereits Grund zum Zweifel gegeben an Ihrer Kompetenz. Hören Sie, ich habe das Kommando auf diesem Schiff. Und das werde ich noch so lange haben, bis ich oder das Schiff aufgehört haben zu existieren. Das ist nicht Ihr Schiff, Sir. Sie sind Mitglied einer großen Mannschaft. Sie haben eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und wenn wir schon von der Zukunft reden, die kann schneller entschieden sein, als Sie meinen. Drohen Sie mir? Hier ist zunächst einmal eine Nachricht vom Hauptquartier. Jetzt wird er bestimmt sauer, du. Jetzt wird er sauer.
Oh Gott! Da? Okay, ja. Ah, ich guck mal. Oh, hier ist noch eine Waffe drin. Ah. Warte, ich lade mal eben nach. Zwei Schuss. Ich komme ja schon. Soll ich das aufmachen oder nicht? Gott, was? Spinnen? Oha. Bitte nicht. Müssen wir es bekämpfen? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ist so Bossfight oder so. Ich hab da Schiss vor. Aber irgendwie. Shot 1. Braucht die Kälte. Ah, aua. Nein. Da bewegt sich nicht so viel. Hier was drücken? Das überhaupt irgendwas? Ist das ekelig. Also diese Folge hat es in sich, denn ich habe, boah, ich habe keinen Plan. Okay, auf ein neues. Shot 1, Shot 2. Ich glaube, wir konnten da was. Ja, da können wir was machen. Was öffnen. Aua. Okay.
jetzt ist es verwundbar. Ich glaube, es braucht diese Kälte. Verliert die Beine. Aua. Alles klar. Es mag keine Hitze. Haben wir uns eigentlich automatisch aufgeladen hier in der Nähe? Alright. Kommen wir jetzt weiter hoch? Nee, da kommen wir wieder nur runter. Nein, ich will nicht. Scheiße. Okay, ich glaube, wir müssen. Ich glaube, wir müssen dann da oben wieder holen. Was ist das überhaupt? Ah, jetzt. Oder kommen wir jetzt runter? Okay, da mussten wir her. Wir mussten einfach nur daher. Alles klar. So, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Ich lasse es einfach durchlaufen und mache dann die Cuts in der entsprechenden Zeit, weil ich glaube, ich muss auch noch schneiden zwischendurch. Vielleicht geht es ja jetzt noch weiter. Mal sehen. Spiel gespeichert. Gerade eben ist es schon wieder abgestürzt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht andauernd passiert. Oh, da ist wieder ein Gewehr. Da eigentlich hin. Von der anderen Seite. Das ist auf jeden Fall Munition. Hier sind wieder Kratzer. Das können wir auch als Munition nehmen. Ich will das Gewehr haben. Wie kommen wir denn zum Gewehr? Oh, wir müssen auf die Wärme achten. Können wir uns da... Nee, das müssen wir erst anstellen, damit da was funktioniert. Vielleicht können wir hier rein. Ach nee, da brauchen wir erst Strom, um da reinzukommen. Okay, wir müssen in die andere Richtung. Ich mag das gar nicht. Ah, da hinten ist wieder ein Körper. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwas reparieren, damit wir Strom hier bekommen. Ein weiteres Rätsel. Juhu! Ich bin so gut in Rätseln. Die Animation hätten sie sich mittlerweile echt sparen können. Oh. Ja, man sollte nicht an eine Axt, die in einem Stromkasten hängt und so Blitze von sich schießt, sollte man nicht rein. Aha. Ist das Kabel irgendwo? Wir haben es gefixt. Und jetzt? Da oben. Oh ja. Hier hoch. Haben wir es geschafft? Okay. Alles klar. Darum ging es. Da oben die Tür und hier den Strom wieder aktivieren. Ging es nur darum?
Dann auf die andere Seite, ne? Haben wir noch Wärme irgendwo? Da, die Lampe. Kennt man heutzutage ja gar nicht mehr, ne? In Zeiten von LED, dass Lampen überhaupt Wärme machen. Aber wie kommen wir dahin? Ja, von der anderen Seite definitiv. Definitiv. Mit dir. Wie kommen wir denn zu dem Gewehr? Ergibt das irgendwie Sinn? Können wir das vielleicht mit dem Wasserstrahl wegspülen? Ich verstehe überhaupt nicht, wofür das Wasserding überhaupt gut ist. Ah. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Boah, mit Zielfernrohr, du. Yes. Wie dumm, wie scheiße. Oh, ich hasse es. Ich hab den nicht gesehen. Ah, wir starten natürlich hier wieder, ey. Ist großartig. Großartig. Ich verstehe einfach den Wasserwerfer nicht. Ich werde ihn nie verstehen. Wir müssen einfach zusehen, dass wir bei guter Gesundheit sind. Achso, das müssten wir anmachen. Und dann da rein. Ja. Ich würde schon sagen, wenn wir jetzt drauf gehen, dann wäre es richtig scheiße. Okay. Hier müssen wir uns voll aufladen. Sonst kriegen wir gleich den. Schützen hier nicht hin. Na, das war ja einfach. Da sind wir jetzt voll ausgerüstet, du. Spiel gespeichert. Wo ist er?
schon wieder was. Eine Lampe, die hin und her fährt. Okay. 5 Ladungen aufgenommen. Das Zielen ist echt nicht einfach. Habe ich jetzt mal Ruhe hier? So langsam fängt das Spiel echt an zu nerven, habe ich das Gefühl. Meine Stimme geht irgendwie weg. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Ich verstehe halt wirklich nicht, was man hier erreichen soll, weißt du, so. In dem Sinne. Na gut, wir nehmen es einfach mal an hier. Wir nehmen es an. Ich würde mich gerne wieder aufwärmen irgendwo. An der Lampe kann ich es, oder? Ist dafür die Lampe da, dass wir uns dynamisch aufladen müssen? Hey, Zoom ist schon ein bisschen komisch hier. Geh nicht weg. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie hin müssen. Da kam doch gleich einer, ne? Der bleibt jetzt tot. Was ist denn sein Gewehr? Toll, das ist da unten hingefallen. Herzlichen Dank auch. Gib mir Wärme. Ich dachte, da war schon wieder einer. Hier in die Tür? Das funktioniert nicht. Ach, da hoch. Okay.
das? Was haben wir aufgenommen? Ich habe keine Ahnung, was wir gerade aufgenommen haben. Soll ich das vielleicht hier einsetzen irgendwo? Okay, wir können das hoch und runter machen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas dranhängen. Ah, wir müssen, klar, wir müssen das Ding wieder hochziehen hier. Eigentlich die Stange da, ne? Ah, und weiter nach rechts. Kann das sein? Müssen wir erst nach rechts fahren? Geht nicht. Ich guck mal, was wir unten machen können. Da können wir überhaupt nichts machen. Huch. Das ist doch nicht wahr. Da fällt man einfach hier durch das Gitter, ey. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Okay. Huh. Nicht durchs Gitter fallen. So. Ich dachte schon, der Körper versperrt uns jetzt im Weg. Dann werde ich ausgerastet. Okay, was müssen wir hier tun? Müssen wir das Gewehr aufnehmen? Ah ja. Erstmal das rüberfahren. Perfekt. Dann runterfahren. Dann dran machen. Ja. Und hochfahren. Und dann kommen wir entweder oben oder unten durch die Tür rein. Das ist jetzt die... Ich würde sagen, unten. Oh. Das ist so klar, ey. Okay, hier ist Wärme. Ja, lad erstmal auf. Alter, ey. Ja, es ist ein Horror-Game, ich weiß. Können wir dann noch hoch? Hier lag doch irgendwas, irgendein Teil oder so, ne? Da oben. Ach, das war Munition. Ah, da hätten wir vorher hingemusst, verstehe. Ein Secret. Jetzt bitte nicht hier durchfallen. Wenigstens war da keiner mehr. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Cool. Lange hat's gedauert, aber wir sind am Ziel. Steuerboot voraus! Holt den Arm des Heckhörns ein! Stopp die Maschine!
Scheiße. Können wir uns noch irgendwo aufwärmen? Da kommen wir nicht durch. Ist dunkel. So schön bunt angemalt. Warum nur? Ah, jetzt kommen wir da durch. Okay, da auch noch. Das Hilfset hilft uns nicht weiter. Und ein letzter Knopf. Also klar, ey. Der hängt. Er hängt an der Tür fest. Ein Hoch auf Physik-Engine. Können wir uns irgendwie in der Lampe noch ein bisschen aufwärmen? Nein. Holter die Polter, hier komme ich. Oh, direkt in die Weichteile. Das tut mir leid. Verzeihung. Ja, ja, danke. Es tut mir leid. Verzeihung. Oh, oh. Ja, ist ja ein Atomschiff-Dingsbums. Der hat sich da eingemüllt. Huch. Ja, gehen wir erstmal zu. Guck mal, was hier hinten noch so ist. Noch irgendwie weiterkommen. Nicht wirklich, ne? Ja, gucken wir mal, was er für ein Rätsel für uns hat. Ah, ich liebe es. Gehen Sie in die Kabine und fahren Sie den Kran noch einmal hoch. Die Kabine und den Kran noch mal hochfahren. Hier hoch. Haben sie sich gedacht, wenn wir das Feature hier schon implementiert haben, dann machen wir es gleich zweimal. Anheben. Geschafft. Und so haben wir die Tür aufgekriegt. Spiel gespeichert. Clever, clever. Okay. Theoretisch ein nächstes Level. Ich hoffe, es lädt wieder und es stürzt nicht ab. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.